Meine, du kommst an irgendwann der Space Pokémon Strahlender Diamant. Ich will mal gucken, ob die Attacken, ja, die Attacken sind wieder aufgeführt. So. Und für Leute, wie heißt es, über die Weihnachtsfeiertage werde ich ein bisschen weiter zocken. Aber ich werde keine legendären fangen. Wenn, werde ich das nochmal in den Clip festhalten. Wow. Schöne Verarsche. Hier würde ich sagen, wechsle ich doch mal eher auf Luxra. Macht mehr Sinn. Oh, Donnerblitz. Nice. Einfach gegen Heatran wird es dann extrem schwer zu kämpfen oder den zu bezwingen. Weil er wird auch ungefähr Level 70 sein, wie alle anderen Pokémon. Und ich meine Feuerstahl. Die Kombination. Wir können nur hoffen, dass wir irgendwie einen, dass wir irgendwie Paralyse hinkriegen mit Funkensprung. Uff, kann ich wohl erschrocken. Lul.
Aquabitze passt schon. Nice. Mio schon Level 44. Ah, Pokémon Rangerin und Ranger Valentina. Ah, ein Eisstrahl dürfte auch nicht reichen. Oh. Zwei haben. Am Ende wurden es dann doch zwei leider. Ach, nun hier. Ach, das war's. Ist er wirklich aus der ersten Tiergeneration? Ich verbinde das Tier immer so mit, das Pokémon so mit Gen 5 irgendwie. Aus Gen 3 oder so. Oder Gen 2 sogar? Keine Ahnung. Uff. Scheiße, da wäre was drin. Oh! Wellenbrecher Marius! Und Paul! So, moin! Soll ich mich jetzt ausruhen? Nice!
erstmal, let's go. Nach Tuska, das ist ein One-Shot. Let's go, nochmal. Oh, mal schon mal durchgehalten. Ui, okay, das zieht ordentlich. Nice. Hier ist auch schon Level 45. So. Äther. Das ist ein Ausgang hier, oder? Nee. Ah, ja. Du sollst den Tab runter. Ein Fluchtseil. Ah, oh, Plättchen AP Plus. Das spielt doch so den einen oder anderen Bug. Aha, das Pole. Top Genesung, aber ich dachte, irgendwas krasseres. So, 1 Milliarde Euro oder so. Ich stelle vor, wir können auf 1 Milliarde Euro. Wieso entscheide ich mich?
Ich wollte einfach mal ne. Hey, wir können bessere Thumbnail machen, so. Das sieht doch gut aus. Da geht die Treppe runter. Ich will den schnellsten Weg da durch wissen. Ich will wissen, wie ich am schnellsten zu Titan komme. Ich will. Oh ne, als ob 6 Pokémon haben. Und eliminiert. Bin aber deutlich zu overlevelt. Ah, ein Knogger. Ah, kriegen wir schon hin. Ah, nee, doch nicht. Wieso gehen denn beide genau das Geld auf mich? Man besiegt. Oh, was Effektives. Wow. Ein Kappels. Nice. Pflanze Kampf. Doppelt effektiv. Nice, gut, ich wurde auch mal besiegt. New Level 46, auch geil. Nibitak. Das werde ich jetzt one-shotten, hoffentlich. Oh, Kramchef, gehen wir aber auch hin.
Calcium, nice. Oh, Charakter kann man nicht einsetzen, wow. Boah, man kann echt nichts machen. Ich brauche mal kurz die Übersichtskarte zum Karlberg. Ich steige nicht durch, wo es lang geht. Ah. Das ist Volker, oder war ich hinten unterwegs? Nee, doch nicht. Komm, da schauen wir nicht hoch. Ah, doch, da. Ja, doch, dann vollkommen auf weitere Richtung unterwegs. Die Trainer frühstücke ich einfach später ab. Ah, Drachenprofi und ein Schwarzgurt oder ein Kämpfer. Schwarzgurt.
Nice. Yo! Was? Was? What the fuck? Alter, zieht er so viel ab. Immer jetzt mal schon mal weg. Mein Polo Level 73, geil. Eine Hydro-Pumpe. Ich glaube, das wird aber nicht viel abziehen, wenn ich einen Eisstrahl draufballer. Nee. Nee, das hat schon Drachentyp, aber scheinbar nicht. Uff, da war das Pokémon wohl besiegt. Hatte nur ein Pokémon? Was? What the fuck? Luxra Level 71, auch nice. Dragonier hat er auch noch. So. Ja, der Hebelmann kommt jetzt. Wisst ihr was, ich hab keinen Bock, deinen ganzen Weg Umweg zu laufen. Ich kehre aber schnell gegen die beiden Ast-Trainer.
Obwohl von einem Blitzstrahl. Nice. Dann hat das schon mal geklappt. Ja, beides direkt ge-one-shotted, nice. Nur Level 48. Ah, ein Ramaidon. Ein Knogger. Dann mache ich so, dass ich Impoleon auf Knogger setze und Lux drauf, Ramaidon. Wir werden einfach alle one-shotten, nice. Oh, ein Sichlor. Oh, Eisstrahl. Oder einen gepflegten Donnerblitz hinterher. Das war zuerst, wir würden eliminieren. Oh, Donnerblitz hat schon gereicht. Schau, ich dachte, wir kommen an Heatran ran. Die alte Zürme ist auch nochmal bei Gelegenheit. Was ist das? Mache ich da denn überhaupt? Was machen wir überhaupt eigentlich? Okay. Hier ist auch niemand. Ich würde sagen, heil noch mal kurz Pokémon. Da können wir irgendwie die das Karten-Upgrade holen. Damit wir auch sehen, welche Pokémon wo unterwegs sind oder wo Horden sind, beziehungsweise wer auch Sledgy Pokémon. Ja. Gut, dann würde ich aber sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, da verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.